Hallo Freunde der Nacht, ich hoffe es geht euch allen gut. Ja, der Wahnsinn geht in die nächste Runde. Ich habe wieder ca. 300 Euro für Gleise ausgegeben, um meinen Plan zu verwirklichen, einen weiteren Schienenkreis auf meine bestehende Anlage zu legen. Damit habe ich jetzt auch schon mal angefangen, wie ihr hier oben sehen könnt. Und bevor ich euch jetzt mit hochnehme und ihr mir zuschauen könnt, nicht vergessen, abonnieren und die Glocke läuten, damit ihr keinen weiteren Beitrag mehr verpasst. Also los geht's! Ja, und hier geht's los, den beschwerlichen Weg, die Leiter hoch, wie immer. Ja, die Schienen habe ich dann direkt mitgebracht und wie üblich, planlos geht's bei mir los. Ich lege einfach mal drauf los, mal gucken, wie es passt. Das Ganze natürlich im Schnelldurchlauf, weil das doch eine ganze Zeit gedauert hat. Ja, die erste Gerade ist fertig und jetzt muss ich gucken, dass ich da irgendwie eine Kehrschleife oder sowas einbaue. Dazu habe ich schon ein Stück Pappe dahin geklebt, mit Wein- und Bierflaschen beschwert, wie ihr seht. Und da oben kommt das Loch in die Wand, wo die Schienen dann rauskommen. Da möchte ich dann noch einen Berg hinterher drumherum sprühen mit Bauschaum. Aber erstmal muss jetzt das Projekt hier soweit fertig gemacht werden, bevor ich das machen kann. Ja, wie ihr seht, die Schienen fixieren. Das muss natürlich ein Stück nach oben gehen. Weil ich möchte ja dann auch über den Bahnhof rüber wieder zurück. Ja, das wird jetzt alles unterfüttert und gebaut wird mit meinem Lieblingsbaustoff Styropor. Also wirklich die halbe Anlage ist aus Styropor und Pappe. Ja, und das dauert eine ganze Zeit, das Styropor zurechtschneiden, da drunter kleben. Im richtigen Winkel, dass die Steigung stimmt. Ja, da ist der Übergang zur neuen zu meiner alten Anlage, auch aus Styropor. Und hier musste ich dann alles ein Stückchen erweitern, damit die Schienen auch alles hinpassten. Ja, hier habe ich eine Weiche eingebaut, die wie ihr aber gleich sehen werdet, wieder wegkommt. Weil ich habe mich dann doch dafür entschieden, nicht so einen Hundeknochen zu machen, wo die Mitte eingleisig ist, sondern ich will versuchen, einen kompletten Kreis hinzukriegen, wo dann mehrere Bahnen hintereinander drauf fahren können. Weil bei den Kehrschleifen ist das Problem, dass die Züge da dann irgendwann aufeinandertreffen, wenn man da nicht genau aufpasst. Ja, also wie gesagt, Weiche wegdenken, die ist auch im nächsten Schritt dann schon wieder weg. Ja, und hier geht's rüber, das muss ich dann natürlich noch verbreitern. So, und hier seht ihr den Schritt ohne die Weiche. Ja, auf dem Stück kann auch schon gefahren werden. Ich habe das schon an die Gleisbox angeschlossen. Eine zweite Mobile Station habe ich, wie gesagt, hier rumfliegen. Sonst hätte ich das Ganze auch nicht gemacht, weil sonst würde zu den ganzen Kosten für die Gleise auch noch halt die Kosten für die Mobile Station und die Gleisbox dazukommen. Und ja, das wollte ich dann doch nicht. Ja, hier seht ihr, ich habe es zweigleisig geschafft, auch über die Brücke rüber. Bis da hinten zu dem Hochspannungsmast, den ihr da seht, wo auch die V60-Lokomotive vorsteht, die jetzt gerade losfährt. Weil der Hochspannungsmast ist im Weg, der muss weg und da graut es mir richtig vor. Weil die Kabel und so, das war so eine Frickelei. Na, da werde ich dann gleich mal mit anfangen. Hier ein kurzer Testlauf, ob denn auch die Strecke befahrbar ist. Steigung auch für meine schwächste Lokomotive kein Problem. Ja, hier oben hat es mal kurz gehakt, weil das auch noch nicht fest ist. Die Schienen sind da noch beweglich gewesen, aber ansonsten läuft es so wunderbar. Tüt, tüt. Ja, die ist leider auch ohne Sound. Meine einzige ohne Sound, ne? Ja. Ah ne, stimmt gar nicht. Ich habe mir ja gerade noch die BR146 gekauft. Die hat ja auch keinen Sound. So, und da seht ihr, dass die Schienen genau vor dem Strommast enden. Der ist einfach im Weg. Der muss weg. Der Bauernhof ist auch im Weg, den ihr im Hintergrund seht. Und irgendwie muss ich an dem Berg vorbeikommen. In den Hintergrund, da ist ein Abstellgleis. Ja, und da will ich dann anschließen und das dann weiterführen.
Wie ihr merkt, ich bin total planlos. Ne? Ich baue einfach drauf los, ich gucke, wie es passt und kaufe dann entsprechende Schienenstücke und so, um halt meinen Winkel dahin zu kriegen. Irgendwie wird es dann fertig werden. Und wie es fertig wird, das seht ihr dann im nächsten Video. Ich denke mal so in 2 oder 3 Tagen. Also damit ihr das alles nicht verpasst, denkt dran, abonnieren, Glocke läuten und natürlich liken nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Frankie.